Aufwachen! Kriminalpolizei! Ach, Benno, lass den Scheiß. Was ist denn mit dir los? Kaffee? Ja, wir haben wieder eine gute Laune, hä? Wie immer. Wir sind gut drauf, ne? Was, wie immer? Mein Kaffee, wie immer. Ja, das sehe ich. Jetzt zieh dir noch die Hosen aus. Der weckt Tote auf, ey. Was machst du eigentlich so lange? Ach, was ist das? Ah, schon wieder vom Finden? Ey, dem fällt auch nichts Neues ein, ne? Dem Typen hast du eine Scheiße am Arsch. Komm, wir Zeit jetzt. Ja, wie soll ich das jetzt mitnehmen, oder was? Ja. Ja, komm, gib Gas.
Und? Was gibt's für Neuigkeiten? Nee, das gibt's. Autodiem stehen, das Übliche eben. Jedes Mal hab ich deinen scheiß Kopf am Hals. Das ist doch scheiße. Hast du ja schon mal darüber Gedanken gemacht? Ich meine, der Typ ist doch nicht ganz normal. Mensch, Benno, jetzt denk doch mal. Das sind doch alles nur Ablenkungsmanöver. Das ist doch scheiße. Aber das Kerlchen, das krieg ich noch. Das Schärfste ist, die haben Wurst von Mauleseln. Ich meine Mauleselswurst. Die stinkt, als wäre sie 10 Jahre alt. So, das hat was mit Vater und Mutter zu tun. Wenn der Vater ein Pferd war und die Mutter ein Esel, dann ist es Maultier. Maul? Das ist ja auch egal. Ich meine, würdest du Pferdefleisch essen? Ich? Im Leben nicht. Ich auch nicht, ist ja wohl voll eklig. Die hatten aber auch schon mal mehr vor der Hütte stehen. Euch kriegen wir auch noch! Oh Mann. Die sind auch bestusst. Mit Sonnenbrillen, nachts. Hey, schau mal da vorne! Bereit? Bereit. Yeah.
Ladies and gentlemen, please give a warm welcome to Pit Klassen! And I would like to thank the Academy. Wie wäre es, wenn Sie mal Handschellen benutzen würden? Oder hängen die etwa noch am Bett? Was ist denn hier los? Ach, der Herr Klaasen hat mal wieder zugeschlagen. Sehr schön. Danke, danke! Aber das mit den Berichten über die V-Männer, das war nicht in Ordnung so. Kommen Sie nochmal in mein Büro deswegen. Und das mit der Dienstwaffe, das war auch nicht vorschriftsgemäß. Würden wir ihn noch mehr einschüchtern? Das hat doch immer funktioniert. Das ist doch Unsinn. Einschüchtern. Wir machen ihn einfach kalt. Nein, tut mir leid. Der Sheriff ist Polizist. Wir waren uns einig, kein Aufsehen zu erregen. Was für ein Aufsehen? Ich kann das ohne Aufsehen. Ganz unauffällig und sauber. Alfredo, bitte! Denk daran, was Mama immer gesagt hat. Die Angelegenheit ist zu wichtig. Der Sheriff wird uns keine Sorgen machen. Wir müssen nur ein bisschen Geduld haben. Ich bin zuversichtlich. Notfalls kümmert sich Luca darum. Hi. Entschuldigen Sie die frühe Störung. Ich bin die neue Nachbarin von unten. Das macht nichts. Ich meine, Sie zu stören, dass Sie mich stören, das macht nichts. Sie stören mich überhaupt nicht. Schön. Ich habe nämlich ein Problem und benötige Ihre Hilfe. Klar, ein Problem. Also das ist kein Problem. Ich meine, worum geht es denn? Ich habe ein Auto. Das heißt, ich hatte ein Auto. Das ist nämlich letzte Nacht gestohlen worden. Was für ein Auto? Ein kleines, schwarzes. Ich habe gehört, dass Sie der richtige Mann für sowas sind. Würden Sie das vielleicht in die Hand nehmen? Denn ich liebe meinen Wagen. Rekorder für dich. Sowas hat man gesagt als letztes? 12. Mhm, ich hatte 9 im Ohr. Was ist mit dem Wagen? Ich habe 9 dabei. 900. Ich gebe dir die 900. Du nimmst sie mit, hast die 9, ist besser als 2, auch besser als 3.
Komm, Baby, sag's mir nochmal. Olli, du bist ein echt cooler Sack. Jungs, ich soll vorbeischauen. Aha. Fällt's ihm. Luca kommt. Was habe ich getan, dass du mich so respektlos behandelst? Olli ist da. Hey, Dottore! Wie läuft's? Was hast du zu berichten? Die Nummer ist völlig entspannt über die Bühne gegangen. Süße kleine Kiste. Ein Frauenwagen! Gute Arbeit. Bringst du bitte nach Hause? Postum! Ciao! Alles läuft planmäßig. Shoot, don't talk. Every gun makes its own tune. When you have to shoot, shoot, don't talk. Blondie, I'm really happy you're working with me. Yeah, I don't know.
did, I probably wouldn't be here now. Hallo! Ich wusste gar nicht, dass wir verabredet sind. Oh, ich auch nicht. Aber wenn ich meinen Wagen wieder habe, dann können wir ja mal zusammen ins Grüne fahren. Oder ins Autokino. Es lässt sich anrichten. Schön, dich zu sehen. Wie geht's Else und Jonas? Hab sie seit 2 Wochen nicht mehr gesehen. Muss mal wieder anrufen. Aber... Ja, bei mir ist auch nur Stress. Frauke macht das nicht mehr lange mit, hat sie gesagt. Und sowas hier habe ich früher nicht gebraucht. Sie stirbt fast vor Angst. Aber ich sag dann, der Barkeeper wird nie erschossen. Muss trotzdem häufiger reinschauen. Ich will ja keinen umnieten müssen. Was gibt's? Ein Smart. Pechschwarz. Keine Ahnung, Mann. Smart. Ist nicht mein Kaliber. Komm schon, Olli, mach dich nicht lächerlich. Mag sein, dass du es nicht warst, aber irgendwas weißt du doch. Komm schon, pack aus. Ja. Langsam! Ja, gib mir Zeit! Morgen um 10 in der Bäckerei. Thank you.
Verdammt, du Scheiße. Also, wie war das nochmal? Knie durchdrücken, Schulter gerade lassen, hinten ausholen und durchschwingen. Oh. Scheiße. Und den Rest? Den Rest erzähle ich dir später, Süße. Ja, aber bitte beeil dich. Was für ein wichtiger Grund ist dies, dass du mich persönlich aufsuchen musst? Hey, Dottore, Mann! Es gibt ein Problem! Die ganze Stadt redet schon davon! Die Polizei sucht den kleinen Wagen! Du solltest das Auto besorgen, du hast es besorgt. Steht in der Tiefgarage, wo es hingehört. Du hast dein Geld gekriegt. Alles andere braucht dich nicht zu interessieren. Also bitte, verschwinde jetzt. Na gut! Das ist ja gut gemeint. Anbleiben. Ich hab Durst. Olli muss observiert werden. Haben wir wen an der Hand? Zwei neue. Man sagt, sie seien Sizilianer. Bene. Mama, Sizilien. Besteht wie in anderen Ländern. Auch daher seine Habseligkeiten immer ein wenig im Auge behalten. Die italienischen Taschendiebe Schipatori entwickeln ein ungeahntes. Ich sag's dir, gute Qualität, guter Preis. Gefallen dir die CD-Player? Super. Ha, wie sieht's aus mit dem Laptop? Und brauchst du noch eins? Nee, hast mir letzte Woche schon zwei besorgt. Das sind doch die vom Finne. Hast du ein Problem? Ach, die kleben die ganze Zeit schon an mir dran. Brauchst Hilfe? Ihr könntet. Die super gründliche. Gut. Der Kollege hat Ihnen super gründliche Wäsche spendiert. Was? Der Kollege hat Ihnen super gründliche Wäsche spendiert. Ey, super! Ist der doof korrekt dazu? Hast du gehört? Boah, scheiße! Wie lange dauert das denn noch? Der ist doch schon längst weg! Ey, Manni, mit so einem Brilleskop, ich kann gar nichts lesen. Wir sagen einfach, der Wagen war zu langsam. Thank you.
Liebe! Nicht vergehen wird dein Leib. So oft die hebräische Bibel sagt, Gott sprach. Liebe! Das ist meine neue Nachbarin. Was? Nee. Das ist die? Ja. Mensch, der sieht man doch an, dass sie nicht treu sein kann. Das ist doch nichts für dich. Das sagst du. Die hat doch an jedem Finger einen. Das sagst du. Weißt du, Pitt, das Einzige, was zählt, sind richtige Männerfreundschaften. Glaub mir mal. Man soll ja nicht alles glauben, was die Zeitungen so schreiben. Aber im Großen und Ganzen war es schon so. Das nötige Quäntchen Glück war natürlich auch dabei. Denken Sie vielleicht dran, bei der Gelegenheit mir die 4 Croissants noch eben fertig zu machen? Selbstverständlich. Hey Sheriff, noch einen Kaffee, ja? Ja. Mann, Olli, du bist zu spät, Mann. Guten Tag. Guten Tag. Sagen Sie, ist das dort der Sheriff? Ja, ja. Der kommt jeden Tag hierher. Naja, der Wagen steht in der Tiefgarage. Hier ist die Adresse. Dank dir. Kaffee geht natürlich auf mich. Und Nate, ich will noch was Neues hast. Pitt, sag mal, heißt das der oder dat Lasso? Hm? Ja, der oder dat Lasso? Hm? Heißt das der oder dat Lasso? Das Lasso, was willst du denn das jetzt wissen? Ja, wegen dem Bericht. Ja, oder ich lasse es ganz weg. Mensch, hör mal, Benno. Meinst du, kannst die Berichte ohne mich alleine zu Ende schreiben? Ich muss echt weg, Mann. Schon wieder? Weißt was? Die Alte will doch sowieso nur den Wagen. Also was ist jetzt, Benno? Ja. Klaassen, überall auf dem Revier finde ich diese Comics. Sogar auf der Toilette. Die wollen wir hier nicht. Die interessieren keinen. Entschuldigen Sie bitte, könnten Sie mir sagen, wo ich hier die Emotions Anonymous Gruppe finden kann? Das ist doch die Selbsthilfegruppe für seelische Gesundheit. Ja, genau die, genau die. Pitt? Oh, da sind Sie hier richtig. Im zweiten Stock, aber immer nur Dienstagsbürger. Alles klar, vielen Dank. Vielen Dank nochmal. Dank dir, Benno. Und bis morgen. Soviel ich weiß, haben Sie aber heute bis 18 Uhr Dienst, Herr Klaassen. Und ich muss den Kopf dafür hinhalten. Wie konnte das passieren? Wie konnte das bloß passieren?
Und ich will nichts mehr von euch hören und kein Wort mehr von dem Auto. Hey Sasch, wie geht's dir? Was macht deine Schwester? Im 7. Monat ist sie jetzt. Und hier ist er, der Mann, der uns die Welt vor Augen führt. Professor Dr. Joachim Schmidt meiner Zahl. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden Ausgabe meiner Show Die Welt, wie sie ist. Unser heutiges Thema, der Lasso. Ja, Sie haben es richtig gehört, der Lasso ist wissenschaftlich gesehen männlich und darf nur in äußersten Ausnahmefällen, die durch den Duden abgedeckt sein müssen, sächlich behandelt werden. Das Wichtigste bei der Lasso-Wurftechnik und Grundlage jeder philosophischen Betrachtung dieses für die Menschheit so bedeutenden Jagdfahrens ist die Wurfausgangsstellung. Die hohe Kunst des Lassowerfens, die Königstechnik, der einhändig rückwärtige Unterboden-Doppelwurf, genannt der große Ups. Leider schon wieder vorbei. Die Zeit für die Weltkrise ist noch nicht traurig sein. Nächste Woche sind wir wieder da mit einem neuen spannenden Thema und wie immer mit Professor Dr. Joachim Schmidt meiner Seite. Ich habe die Pflanzen jetzt erstmal hier kalt gestellt. Die haben hier gar nichts zu suchen, das ist hier alles steril. Ich habe das letztens gelesen mit PCR bei Mammuts. Polymerase-Kettenreaktion. Woher haben Sie den Kittel überhaupt her? Geben Sie den mal her. Das geht doch bestimmt auch bei Pflanzen. Polymerase-Kettenreaktion. Ja, bei Mammuts, das geht doch sicher auch bei Pflanzen. Ja, wollen wir es mal versuchen, Herr Kollege. Thank you.
Aber warum musstest du die beiden damit beauftragen? Man sieht doch, dass sie keine Italiener sind. Alfredo, du bist mein Bruder. Und du weißt genau, dass... Was soll das? Du musst mich immer bevormunden. Ich hab dir schon tausendmal gesagt, ich heiße nicht Alfredo. Gut, lass uns später darüber sprechen. Meine Freunde, morgen ist das Treffen mit den Japanern. Ich hoffe, der Capo hat euch alle Informationen gegeben. Und abschließend bleibt nur noch zu sagen, ihr müsst wissen, ich zähle auf euch. Ihr kennt auch alle Lacoste. Ja, das macht nichts. Routinekontrolle. Dürfte ich mal bitte Ihre Wagenpapiere sehen? Die habe ich nicht. Dann steigen Sie mal bitte aus. Öffnen Sie den Kofferraum. Das macht ja Spaß, ne? Kofferraum. Na dann schau mal. Ja, Klaassen. Dann sind Sie wohl festgenommen. Und? Was glaubt ihr? Das war das Ende von Lacoste. Er hätte sich einfach bewaffnen sollen. Und? Habt ihr alles verstanden? Ihr wollt doch nicht erschossen werden, nur weil ihr zu wenig habt, um zurückzuschießen. Thank you.
Ja? Wer? Wer ist verhaftet worden? Was ist denn da los? Wo kommen die denn her? Keine Ahnung. Die sind aber bestimmt gleich wieder weg. Vergessen Sie es, haben wir nicht. Was war Klaassen? Was ist passiert? Mensch, pass bloß auf. Das Güntermütchen geht jetzt sogar schon auf uns Kollegen los. Vorsicht, Klaassen. Alles, was Sie sagen, kann und wird gegen Sie verwendet. Klaassen, bei allem Wohlwollen so nicht. Solches Fehlverhalten ist mir während meiner ganzen Karriere noch nicht vorgekommen. Sagen Sie mal, für wen halten Sie sich eigentlich? Und nehmen Sie gefälligst den Hut ab, wenn ich mit Ihnen rede. Meinen Sie, sind der Einzige, der mit V-Männern zusammenarbeitet? Ich bin entsetzt und empört. Was haben Sie sich bloß dabei gedacht? Boss, da hat man mich doch offensichtlich gelenkt. Aber das ist das Risiko, das man eingehen muss, wenn man sich dem Bösen wehrhaft in den Weg stellt. Soll ich deswegen anfangen, es einer wie der Günther gleich zu tun? Die steht doch nur auf Uniform. Wenn die gesamte Polizei wäre wie die, dann würden wir künftig alle nur noch auf der Wache sitzen, Berichte schreiben und Vorschriften befolgen. Und so ein Möchtegern-Spaghetti-Fresser wie der Finne mitsamt seiner Organisation würde anstelle von uns draußen auf den Straßen für die Einhaltung der Gesetze sorgen. Aber seine eigenen, in meinem Revier! Unserem. Kann ich vielleicht einen Kaffee bekommen? Einen Kaffee, bitte. Wissen Sie, Ihre Alleingänge, die zerstören einfach alles. Nicht nur Ihre Zukunft, sondern insbesondere auch meine. Oder meinen Sie, ich möchte mein Leben lang in diesem muffigen Büro sitzen bleiben? Kaffee, Frau Präsidentin? Nein, nein, nicht für mich, der ist für den Klaassen. Und nehmen Sie ihm auch gleich die Handschellen. Na, mal vorsichtig, Frau Kollegin. Scheiß Kaffee. Entschuldigung. Pizza für Jonas Wagner? Ich habe immer versucht, Ihnen den Rücken zu decken. Aber jetzt muss ich Ihnen wohl nicht erst erklären, dass Sie bis auf Weiteres suspendiert sind. Und den Bericht habe ich übermorgen auf meinem Schreibtisch liegen. Mit allen Einzelheiten. Und nicht, dass Sie mir mit irgendwelchen Entschuldigungen kommen. Ist das klar? Interessiert mich nicht mehr. Was? Was heißt hier entlassen? Suspendiert. Der Plan war perfekt. Da gibt es einen Arschloch, der hat was vermasselt. Wer ist dieses verdammte Arschloch? Der Plan war perfekt. Luca soll sich darum kümmern. Musik.
brauche ein Ticket. Ja, wohin? Es ist egal, wohin. Ist ganz egal. Irgendwohin. Ich will nur weg von hier. Eifel. Mal sehen. Sie könnten nach Prüm in die Eifel fahren. Das wäre ein Bus in 2 Stunden. Ja, ja, wie viel? Das macht 30,55. Ich habe für 20. Tut mir leid, das Ticket kostet 30,55. Tut mir leid. Es ist immer dasselbe. Ich will nur weg von hier. Mann. Entschuldigung. Ich glaube, eine Kleinigkeit haben Sie noch nicht verstanden. Sie wissen nicht, was die mit mir machen. 20 Mark 50! Wenn ich nicht von hier wegkomme, wenn ich das Ticket nicht bekomme, ich lege mich hier um. Ich verstehe. Ich will niemanden verletzen. Also geben Sie mir dieses gottverdammte Ticket! Ich muss jetzt wirklich bitten, Ruhe zu bewahren, okay? Ich verliere sonst gleich selber die Nerven, okay? Ich werde Ihnen jetzt das Ticket geben. Das Kleingeld können Sie behalten. Morgen ist der große Deal. Morgen! Soll ich den Sheriff kalt machen? Nein! Und was ist mit Luca? Hat er sich schon gemeldet? Noch nicht. Aber er hat sicherlich alles im Griff. Das krasseste ist, ich habe gehört, das war der Bruder von Osman. Shit, und das zerschlüsste. Was ist? Sollen wir? Nee, den lassen wir noch was zappeln, bis der Bus kommt. Ich rase auf den Boden zu und hänge nur noch an einem einzigen dünnen Seil. Aha. Jedenfalls, die ganze Sache war echt super heikel und verdammt knapp. Ich meine, ich hätte zumindest versucht, ein paar Freunde zu erreichen. Einen Mr. Wolf zum Beispiel. Ah, gut, dass du dich dran erinnerst. Thank you.
kann jetzt nicht. Ich bin auf dem Sprung. Lass es doch demnächst nochmal telefonieren. Ich wollte nur mal hören, wie es euch geht. Alles okay? Jonas ist im Kindergarten. Du, aber ich habe jetzt wirklich keine Zeit mehr. Was macht er denn so? Wie ich schon sagte, er ist im Kindergarten. Wie immer. Jeden Tag von 9 bis 15 Uhr. Der Junge braucht seinen geregelten Tagesablauf. Aber das konntest du ja noch nie verstehen. Was soll denn das jetzt? Wieso fängst du wieder mit dem alten Schlamassel an? Ich wollte doch nur hören, wie es euch geht. Weißt du, ich will mich jetzt nicht mehr mit dir darüber streiten. Ich muss jetzt los. Mach's gut. Klasen? Ah, hi. Hier ist Olli. Hab ich dir vielleicht schon 1000 Mal gesagt, dass du nicht hier anrufen sollst? Hey Mann, es ist wichtig, Mann. Heute läuft der Deal zwischen Finnen und Japanern. Kannst du dann wenigstens und gefälligst so reden, dass nicht jedes Kleinkind versteht, worum es geht? Okay. Mein Quietscheentchen pinkelt gerade im Stehen. Im Stehen? Ah, alles klar, Mann. Dank dir, Olli. Auch zu heulen, sei ein Mann! Was ist bloß los mit dir? Ist das aus dir geworden, ein Weichling? Das rumflemmt wie ein Weib. Ein Unsinn ist das. Lächerlich. Halb zehn oder viertel vor? Halb zehn. Ja? Die Japaner kommen.
Wie lernt man das? Fertig, du Pischi. Du Schmierwurst. Thank you.
Verdammter Viehtreiber! Du hast meine ganzen Leute umgebracht. Cap, Consigliore, meinen Bruder, Alfredo. Mit einem Schraubenzieher. Wie lange habe ich auf diesen Augenblick gewartet? Du glaubst doch nicht, dass ich ein Schwein wie dich wähnen lasse, wie es stirbt. Tja, man sollte seine Feinde kennen. Adiós, mi vida, para de pensar. No tiene sentido volverme a amar. Adiós, mi vida, llegó el final. Este es mi estilo de terminar. No creas que tratando de entenderme podrás reconquistar mi corazón. Oh no, no, no hay lágrimas ni risas en el mundo que podrán cambiar mi decisión. Adiós, mi vida, para de pensar. No tiene sentido volverme a amar. Adiós, mi vida, llegó el final. Este es mi estilo de terminar. Tratando de entenderme podrás reconquistar mi corazón. Oh no, no, no hay lágrimas ni risas en el mundo que podrán cambiar mi decisión. Ay, adiós, mi vida, para de pensar. No tiene sentido volverme a amar. Adiós, mi vida, llegó el final. Este es mi estilo de terminar. Weißt du, manchmal gewinnt man und manchmal verliert man.
aber niemals verliert man. Sit.